Gut, dann einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Screener, neue Filter und Funktionen. Heute Abend haben wir den David Varney von Forex Screener bei uns, der Entwickler. Und ja, ich glaube, heute wird er sicherlich einige Überraschungen mitgebracht haben. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße den Namen von FX Flat und freue mich natürlich, dass so viele da heute Abend dabei sind, trotz des guten Wetters. Und deswegen wollen wir nicht so viel Zeit verlieren. Wir schauen uns einmal den Risikohinweis an. Bitte dieses Webinar nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, ich lasse es einmal ganz kurz noch hier eingeblendet. Diese Woche haben wir zwei Forex-Screener-Webinare, heute Abend selbstverständlich und am Mittwoch. Da wird Orkan Kuyas die neue Pro-Filter entsprechend vorstellen. Also falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, dann gerne auf der Webseite nachholen. Gut, dann offiziell nochmal schönen guten Abend, David. Freue mich, dass du heute Abend hier mit uns das Webinar machst und übergebe sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Spaß und wenn irgendwas ist, ich bin wie immer im Hintergrund. Vielen Dank. Kurz den richtigen Bildschirm auswählen. Und so, ja, von mir auch ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer und auch vielen Dank dir, Nelson, für die freundliche Einleitung. Was haben wir heute für ein Thema? Es ist warm draußen, aber trotzdem haben sich eine Menge versammelt. Das freut mich immer wieder, wenn trotz Hitze und schönem Wetter noch so viele bei dem Thema dabei sind. Vielleicht haben die einen oder anderen es sich auch gemütlich auf der Terrasse, Balkon oder im Garten gemacht. Ja, wir sitzen im Büro, aber das kriegen wir heute auch so bei der Hitze rum. Was ist heute das Thema? Wir sind ja heute mit dem Forex-Screener wieder mit dabei. Das heißt, der Online-Screener, den Sie da draußen als Kunde von FX-Wert auch kostenlos nutzen können. Das heißt, heute beenden wir das Webinar nicht mit einer kurzen Verkaufsshow, sondern das, was Sie heute sehen, können Sie als FX-Wert-Kunde komplett kostenlos nutzen, ohne versteckte Kosten, ohne Häkchen, keine Lightversion, sondern wirklich alles, was Sie heute sehen, das können Sie auch nutzen. Von den Fragen her, wenn Fragen sind, gerne einfach durch hier reinschreiben. Ich gucke regelmäßig mal rauf und schaue mal, dass wir so in kleinen Blöcken die Fragen abarbeiten. Aber ich denke mal, am Ende des Webinars werden wir eh noch mal ein paar Minuten Zeit haben, um dann noch mal alle Fragen, die dann vielleicht so im Nachhinein noch kommen, noch zu beantworten. Und das kennen Sie wahrscheinlich schon von den anderen Webinaren. Wenn im Nachgang noch irgendwelche Fragen kommen, auch gar kein Problem. FX-Welt oder wir vom Forex-Screener, wir sind nicht aus der Welt und beantworten Ihnen die Fragen auch gerne nachträglich noch. Ja, was ist heute eigentlich genau Thema? Forex-Screener, haben wir ja schon gesagt. Wir haben oder unterteilen es heute so ein bisschen in zwei Blöcke. Am Anfang gibt es eine kurze Einweisung, gerade für die Neulinge oder die neuen Interessenten vom Forex-Screener noch mal kurz. Was ist das eigentlich? Welchen Vorteil haben Sie da draußen damit? Und wie können Sie es anwenden? Und dann im zweiten Schritt gehen wir auf die neuen Funktionen ein. Und die lohnen sich eigentlich immer, aber heute ganz besonders, weil heute haben wir die Integration auch noch für den MetaTrader 5 veröffentlicht. Also jetzt quasi sind Sie die Ersten draußen, die das sehen. Beim letzten Mal haben wir das, glaube ich, auch so gemacht mit der MetaTrader 4-Anbindung. Da haben wir das auch live im Webinar erst veröffentlicht, aber jetzt mit der 5er-Version, klar, haben wir die gleichen Funktionen kopiert, aber auch noch mächtiges Werkzeug mit eingebaut. Was eigentlich das Spannendste ist und eigentlich das Schönste, wo ich selbst sehr, sehr stolz drauf bin, auf die Funktion. Aber das werden wir uns heute noch live alles gemeinsam ansehen. Okay, kurze Anleitung. Was ist eigentlich der Forex-Screener? Der Name irritiert etwas, Forex. Eigentlich könnte es auch Markt-Screener oder Alles-Screener heißen. Wir haben hier der Screener, der ist komplett online. Also, Sie müssen nichts installieren, brauchen kein Plugin. Wir brauchen einfach nur einen Browser. Den haben Sie wahrscheinlich alle, sonst wären Sie gar nicht heute hier im Webinar dabei. Und das war es auch schon. Nichts installieren, kein Plugin oder ähnliches, alles läuft komplett im Browser. Sparen Sie auch zu Hause ein bisschen Speicherplatz auf Ihrem Computer, Tablet oder wo auch immer Sie unterwegs sind. Und der Screener hängt quasi komplett am MetaTrader von FXBet. Das heißt, alle Assets, die Sie aus dem MetaTrader kennen von FXBet, komplett alle aus dem MetaTrader 4, die sind auch im Forex-Screener vorhanden und zwar nur diese. Das Problem kennen Sie vielleicht von anderen Screenern, dass Sie manchmal sich Werte herausscreenen und filtern und die aber gar nicht handeln können.
Oder aber, was auch sehr oft vorkommt, dass zum Beispiel der Screener mit ganz anderen Daten arbeitet, als Sie eigentlich im Chart zum Traden haben, in der Trading-Software. Die Probleme haben wir schon mal gelöst. Das heißt, der Forex-Screener hängt komplett, wir müssen uns das so vorstellen, er bezieht genau die gleichen Kurse wie hier im MetaTrader von FXBet, also die Kurse von FXBet, und bezieht auch komplett die Assets, die wir hier sehen. Also alles, was wir im MetaTrader 4 sehen, mit den Kursen, genau die gleichen Kurse haben wir hier im Forex-Screener. Und das ist auch komplett in Realtime. Das heißt, keine Verzögerung von 5 Minuten oder 15 Minuten. Das würde uns nicht so viel bringen. Das haben wir hier auch nicht eingebaut, sondern der Screener ist wirklich in Realtime. Wenn jetzt etwas passiert, dann bekommen wir das mit dem Forex-Screener auch zusammen. Deswegen ist der Name etwas irritierend, aber wir haben ja also nicht nur die Devisen, sondern wir haben die Kryptowährungen, wir haben Indizes, Zinsen, Aktien, alles, wirklich alles, was auch im MetaTrader 4 zu finden ist. So, gucken wir direkt mal in den Screen einfach mal rein, dass wir so einen kleinen Überblick bekommen. Und das ist quasi der Screener. So, der ist jetzt sieht es schon ein bisschen anders aus, da gehen wir gleich mal drauf ein. Aber mit dem Forex-Screener habe ich einen großen Vorteil. Und zwar kann ich den kompletten Markt für mich scannen lassen innerhalb von wenigen Sekunden. Das heißt, ich muss beispielsweise, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir handeln momentan wahrscheinlich immer den Euro-Dollar oder nur den DAX. Da, das ist so, wenn man den Broker fragt, dann sind das immer so die Lieblingsassets, die gerne gehandelt werden. Man kennt es, man hat den Bezug zum Euro, den DAX, den kennt man auch, quasi was Heimisches. Und dann vielleicht noch die Schweizer oder Österreicher Werte. Aber das sind so die klassischen Werte, die mal gehandelt werden. Und dabei haben wir momentan, ich weiß gar nicht genau, wie viel es jetzt gerade sind, aber ich sage einfach mal so circa 200 Assets, die wir handeln können. Und wir bewegen uns ja immer nur im gleichen Markt. Wir sind immer nur im Euro-Dollar, haben wir immer nur unseren Euro-Dollar im Chart offen und vielleicht noch den British Pfund oder den DAX. Aber das sind so die Assets, wo wir immer unterwegs sind. So. Und das ist schon mal ein großes Problem, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, ein großer Fehler, aber ein Problem, dass wir immer nur diese zwei Werte wahrscheinlich handeln. Das heißt, wir sitzen davor und ich bin beispielsweise einfach Trendtrader. So, dann gucke ich jetzt auf meinen DAX und sehe vielleicht keinen Einstieg und dann warte ich den ganzen Tag. Oder das Gleiche mache ich mit dem Euro-Dollar. Ich suche hier, ah, Trend, der läuft schon ganz gut. Ich warte jetzt auf eine Korrektur, bis ich einsteige. Da kann ich erstmal nichts handeln. Die wenigsten, ich glaube eigentlich keiner, geht dann wirklich jedes Asset durch und sagt, okay, ich gucke mir mal den S&P an, na, sieht auch nicht gut an, australischen Dollar, den British Pfund, alles Mögliche. Kaum jemand geht das hier wirklich durch. Weil wenn wir hier einmal durch sind, dann haben wir wahrscheinlich hier oben schon wieder neue Einstiege verpasst. Ob wir Trend-Trader sind, ob wir Gaps handeln, was auch immer. Es gibt ja tausende Strategien da draußen und jeder hat so gewisse Kriterien, nach denen er seine Assets aussucht. Und Problematik 1 ist halt nun mal, dass wir halt immer nur die gleichen Sachen handeln. Obwohl es da draußen sehr, sehr wahrscheinlich, ich möchte nicht sagen hundertprozentig, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir zu jedem Zeitpunkt immer ein anderes Asset am Markt finden, was ein viel besseres Setup, also eine viel bessere Möglichkeit bietet, um zu traden. Sei es der Stop-Loss lässt sich da besser setzen, der Einstieg ist gerade viel besser, wir sind an wichtigeren Punkten, an denen wir notieren. Da gibt es immer ein paar Assets, sehr, sehr wahrscheinlich, die einfach besser gerade zu unserer Strategie passen. Und das ist ein Problem, das können wir so nicht lösen. Also, wie sollen wir sonst die ganzen Assets hier filtern? Und genau für dieses Problem, und wir verpassen natürlich auch viele Sachen. Also, wenn wir jetzt sagen, ne, ich mache das den ganzen Tag, ich gehe hier alle 30 Minuten einmal alles durch, kann durchaus sein, dann verschenken wir erstens aber viel Zeit und trotzdem entgehen uns sehr wahrscheinlich ein paar Trades, weil wir einfach hier eine gewisse Zeit brauchen, um alle durchzuarbeiten. Und genau diese Probleme löst der Forex-Screener für uns innerhalb von wenigen Sekunden. Komplett kostenlos für Sie als Forex, als FXBet-Kunde. Und dann gehen wir einfach mal direkt rein und schauen uns mal grob die Oberfläche an. Also, wir haben hier oben, das sind die Filterfunktionen, die sind jetzt, sieht ja etwas entschlankter aus, weil wir das Ganze in Gruppen eingebaut haben. Und wir haben hier unten die Ergebnisse. Und hier sehen wir quasi alle möglichen Zeitintervalle von allen möglichen Währungen, CFDs und so weiter aus dem MetaTrader von FXBet. Und ich sage jetzt einfach mal ganz einfach, ich möchte jetzt einfach mal die Assets sehen, und zwar alle Assets,
wo wir über dem 200er SMA sind. So, das ist eine ganz einfache Sache eigentlich. Also, wie würde ich das jetzt hier im MetaTrader machen? Ich würde mir den SMA einbauen. So, würde ich mir reinschieben, würde den auf 200 stellen. So, dann auf Tagesbasis und dann würde ich einzeln durchgehen. Okay, der ist drunter, der DAX, der ist drüber, wo ist 30, der ist auch drüber. So würde ich durchgehen und das herausfinden. Enorm viel Arbeit, können wir uns sparen. Denn hier im Forex-Screener gebe ich das einfach an und sage, zeige mir nur alle Assets an, wo der Preis über dem 200er SMA ist. So, das habe ich jetzt hier angeklickt. Dann scrolle ich nach unten und sehe alle Werte, wo das so ist. Dann kann ich das Ganze noch ein bisschen eingrenzen und sage vielleicht, ja, ich handle aber eh eigentlich nur deutsche Aktien. Der Rest interessiert mich einfach gar nicht. Und scroll wieder runter und dann habe ich auch nur deutsche Aktien, die über dem 200er SMA notieren. Das kann ich noch weiter eingrenzen und sagen, ich will aber auch nur die Assets haben auf 5-Minuten-Basis. Wir haben hier ganz viele Indikatoren. Wir haben hier die Gruppen, das ist auch eine neue Funktion, auf die ich gleich nochmal eingehe. Und die ganzen Filter können wir unendlich miteinander kombinieren. Und wir können auch nur einen nehmen, zwei nehmen, 20. Das sind wir nicht eingegrenzt. Da können Sie kreativ sein, wie Sie möchten, oder je nachdem, was Sie für Ihre Strategie halt brauchen. Dann scrolle ich hier runter und sehe dann alle Werte, die genau die Kriterien erfüllen, die ich haben wollte. Über dem 200er SMA, auf am 5-Basis. Und deutsche Aktien. Die habe ich ja. So. Dann sehe ich hier in der Tabelle, das hat sich auch ein bisschen geupdatet im Vergleich zum letzten Mal, eine Neuerung. Erstmal so grob von der Übersicht. Wir sehen hier vorne natürlich das Symbol unter Assets und zwar genau das Symbol, was wir auch im MetaTrader 4 von FXWeb dann nutzen. Das heißt, wenn Sie quasi einen traden würden oder es dann suchen würden, dann wissen Sie, okay, das Symbol ist SHL, das ist BAY und so weiter. Daneben sehen Sie die Kategorie, was ist das eigentlich? Und sehr wahrscheinlich werden Sie gerade am Anfang viele neue Assets wahrscheinlich erstmal kennenlernen und wissen vielleicht vom Symbol noch gar nicht, was ist das eigentlich? Jetzt sind hier natürlich nur deutsche Aktien, weil wir einen Filter drin haben. Wenn ich den Filter rausnehme, dann sehe ich, haben wir hier Kryptowährungen, wir haben Commodities, wir haben US-Aktien, Devisen und so weiter. Das alles ist hier aufgeteilt. Das sehen wir in dieser Spalte. Und danach sehen wir auch noch ein Zeitintervall, auf welchem Zeitintervall das halt aktiv ist, unsere Einstellung. Und genau da haben wir die gleichen quasi kopiert oder übernommen, die wir auch im MetaTrader haben. Und das sind die hier oben. Von M1, M5, 15, halbe Stunde, Stunde, 4 Stunden, Tag, Woche und Monat. Genau diese Zeitintervalle haben wir auch drüben. Das heißt, beim gesamten Konzept haben wir darauf geachtet, dass wenn Sie im MetaTrader unterwegs sind, dass sie sich nicht allzu sehr umgewöhnen müssen. Und deswegen haben wir die Symboliken übernommen, die Kurse übernommen, die Zeitintervalle übernommen. Dass das sehr, sehr ähnlich oder bekannt Ihnen vorkommt. So, dann sehen wir daneben noch Ask und Bid. Wir sehen hier einfach zur Information, wie die Veränderung der letzten 24 Stunden ist. Das Ganze können wir hier oben auch immer sortieren. Können also hier sagen, sortieren wir das hier einfach absteigend, aufsteigend. Und dann sehe ich jetzt zum Beispiel, oh, der Bitcoin, US-Dollar ist 11,5% gestiegen. Wir sehen hier Aktien, Netflix beispielsweise ist um 1,5% gestiegen. Das sehen wir hier. Dann haben wir daneben und die ganze Tabelle, das ist schon die erste Neuerung, können wir auch horizontal scrollen. Denn die Tabelle erweitert sich, je mehr Filter wir hier oben verwenden. Also wenn ich jetzt noch Kerzen in Folge sage, ich will nur Assets haben, die zwei grüne Kerzen in Folge haben, dann erweitert sich die Tabelle wieder und ich sehe ganz hinten dann immer die jeweiligen Spalten, weil ich möchte vielleicht nicht nur wissen, welche Assets haben oder laufen länger oder mindestens zwei grüne Kerzen in Folge, sondern ich will vielleicht auch noch wissen, okay, wie viele Kerzen sind die dann eigentlich schon grün? Dann sehe ich, kann ich das auch hier sortieren und zeige mir die an, zum Beispiel, die jetzt hier 8 Candles in Folge grün waren, 6, 4, 4, 3 und so weiter. Das heißt, die Tabelle wird irgendwann sehr groß, wenn wir sehr viele Filter verwenden. Und deswegen können wir jetzt hier auch horizontal scrollen, aber die Stammdaten, die bleiben hier vorne. Die sind fixiert. Ups, wollte ich noch mal nicht draufklicken. Die sind fixiert. Das heißt, ich kann rüber scrollen bis zum Ende und weiß immer noch, okay, die 8 Kerzen sind von diesem Asset, die sind von dieser Aktie und so weiter. Das ist auch schon die erste Neuerung,
die wir mit eingebaut haben. Ein Wunsch, der auch von vorherigen Nutzern kam, war unter anderem noch die Darstellung vom 52 Wochen Hoch und Tief. Die haben wir mit eingebaut. Mit ein bisschen, ja, mit einer Visualisierung, wo wir halt quasi darstellen mit dem Balken, wie nah der Markt am 52 Wochen Hoch bzw. Tief ist. Können einfach mal als Hoch wieder raufgeklickt. Da wollte ich gar nicht rauf. So, da sind wir wieder. So, hier im Bitcoin zum Beispiel ist das perfekte Beispiel. Wir sehen hier im Bitcoin, da ist der Balken voll ausgefärbt. Ja, im Vergleich hierzu ist er gar nicht so sehr ausgefärbt. Das bedeutet, diese Assets sind gerade jetzt am Hoch. Das passt auch. Also der letzte 52 Wochen Hoch von letzten abgeschlossenen Kerzen ist überstiegen. Das heißt, es ist voll erreicht. Hier wiederum sehen wir das 52 Wochen tief oder hoch. Und wir sehen, hier sind so in der Mitte angekommen in dem ganzen Bereich und so weiter. Das sehen wir hier überall. Und da können wir auf einem Schlag sehen, okay, das ist am Hoch gerade momentan, das ist fast am Tief, das ist schon näher am Tief, das ist auch fast am Hoch und so weiter. Also wir sehen hier mit ganz wenigen Augenblicken oder mit wenig Zeit enorm viele Dinge. So, also das ist so der Grundaufbau, den wir hier haben. Das Prinzip ist immer ähnlich. Ich sage oben, was ich haben möchte. Ich bin ein Trader, der nur auf Stundenbasis unterwegs ist. Und ich möchte Assets haben, wo die Distanz zum SMA größer als 1% ist. Das sehe ich hier unten. Und der RSI sollte über 70 sein. Gucken, ob wir da noch Werte haben. Da haben wir die Werte. Da sind einige über 70. Sortieren wir nach RSI. Haben oben die Extrempunkte. Sehen hier an seinen Aktien, wo der RSI zum Teil bei 83 ist. So. David, Das ist, ja. hier ist ein mehrfacher Wunsch, ob du vielleicht Vollbild machen könntest. Ja, muss ich mal kurz gucken, wie das an der Vorschau ist wegen der Auflösung. Einen Moment. So, ist das schon mal so etwas besser? Ich könnte noch mal reinzoomen. So, sieht das angenehmer so aus? Da können die Teilnehmer gerne was in den Chat dazu schreiben, ob es so besser ist. Ich denke aber schon. Ja, super. Perfekt, alles klar. Vielen Dank für den Hinweis. Genau, also hier oben die Filter, die können wir halt wirklich bunt kombinieren, wie wir wollen. Können auch einzelne wieder entfernen, neue hinzufügen. Da gibt es keine Grenzen und wir müssen auch nicht auf Speichern klicken oder auf Anwenden klicken, sondern mit jeder Aktivität hier oben ändert sich das unten sofort. So. Wir haben die Filter in zwei Kategorien aufgeteilt. Das sind einmal die Basic-Filter und einmal die Event-Filter. Wo ist da der Unterschied? Basic-Filter sind, ja, ich sag mal so die klassischen Filter, das heißt Indikatorenfilter oder anders beschrieben sind Basic-Filter, die laufen mir quasi nicht weg. Also jetzt beispielsweise ein Filter wie zeige mir Assets an, wo heute in 52 Wochen hochgebrochen wurde. Das kann ich mir auch in 10 Minuten nochmal anzeigen lassen, das wird immer noch da sein. Oder zeige mir einen Markt an, der über dem 200er SMA Tages-SMA ist. Das sind so die klassischen Filter, die, ich sage einfach mal, mir nicht wegrennen. Bei den Event-Filtern, da lässt der Name es schon so ein bisschen erahnen, geht es darum, genau jetzt zu sehen, wo jetzt gerade was passiert. Also ich kann quasi sagen, zeige mir alle Assets an, wo der letzte SMA-Cross, und zwar nehmen wir mal, dass der 20er den 50er SMA-Cross kreuzt, vor einer Kerze war. Dann würde ich hier sehen, wo war der Cross in der letzten abgeschlossenen Kerze quasi. So, und die Frage ist natürlich, was heißt jetzt Kerze? Also, welchem Zeitintervall? Haben wir ja keinen Filter ausgewählt. Zeitintervall ist nicht ausgewählt. Das heißt, er würde momentan alle Zeitintervalle nehmen. Möchte ich aber nicht. Ich bin jetzt auf 5-Minuten-Basis unterwegs, habe also 5 Minuten aktiv. Und möchte sehen, wo hat der 20er SMA den 50er gekreuzt vor einer Kerze, also innerhalb der letzten 5 Minuten, innerhalb der letzten abgeschlossenen 5 Minuten Kerze. Und dann sehe ich hier drei Werte,
wo das so übereinstimmt. Also das sind Eventfilter. Ich möchte quasi jetzt wissen, wo ist jetzt quasi was passiert. Stelle ich das ein vor 5, dann heißt das, ich sehe jetzt wahrscheinlich mehr. Das bedeutet, der Cross kann in der letzten, vorletzten, drittletzten, viertletzten, fünftletzten Kerze gewesen sein. Wenn ich aber sage, ich will genau jetzt wissen, wo was passiert. Ich will wissen, wo gab es einen SMA-Cross in der letzten abgeschlossenen Kerze und ich will das recht schnell sehen. Dann kann ich das einfach einstellen, indem ich hier vor einer Kerze eintrage. So. Damit kann ich das so ein bisschen definieren. Das ist der große Unterschied. Also bei Event-Filtern, da will ich mal jetzt gerade was sehen. Und bei Basic-Filtern geht es so ein bisschen um das gröbere Filtern. Aber das beides kann ich auch kombinieren. Also ich kann auch sagen, ich möchte. Was nehmen wir als Beispiel? Ich möchte nur Assets haben, die über dem 200 SMA sind. Ich möchte nur Devisen sehen. Und ich will, dass der letzte Supertrendwechsel vor einer Kerze war. So, also schon viele Anforderungen. Genau, je mehr Anforderungen ich natürlich habe, desto weniger kommt raus. Und hier haben wir zum Beispiel zwei Werte, wo das übereintrifft. So, können wir noch mal ein bisschen nach rechts scrollen, dann sehen wir, über dem 200er SMA und der letzte Supertrend Cross war vor einer Minute. So. Das heißt, hier ist wirklich alles, was wir sehen, bunt kombinierbar. Die große Änderung, also die Trader, die den Forex-Screener wahrscheinlich schon vor ein paar Wochen gesehen haben oder vielleicht schon beim letzten Webinar dabei waren, die werden jetzt wahrscheinlich feststellen, dass die Ansicht der Filter ein bisschen anders aussieht als davor. Wir haben das Ganze aufgeräumt. Wir haben so in den letzten Monaten oder Wochen immer weiter neue Indikatoren oder Filter, besser gesagt, eingebaut. Und irgendwann war die Seite hier sehr, sehr groß und unübersichtlich und man hat relativ, ja, einfach zu viel Zeit gebraucht, um die Sachen zu finden. Das haben wir jetzt in Gruppen eingebaut. Das heißt, wir haben einfach ein paar Sachen so ein bisschen in Gruppen zusammengefasst, damit wir nicht lange suchen müssen. Ein einfaches Beispiel. Wie erkennen wir erstmal Gruppen und Nicht-Gruppen? Das graue Hinterlegte ohne die kleine Mülltonne, das sind direkt die Filter. Und wenn wir hier nur den Pfeil an der Seite haben, also die Kategorien hier unten, das sind dann Gruppen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Kerzen in Folge klicke, dann aktiviere ich damit keinen Filter, sondern ich sehe, da sind zwei Filter drin, die da drin stecken. So, mache ich wieder zu, mache ich wieder auf. Hier wiederum bei Asset-Kategorie zum Beispiel, das ist direkt ein Filter, ist auch farblich markiert. Das heißt, hier klicke ich aus, stelle den Filter ein, ich will nur Kryptowährungen und dann sehe ich auch sofort den aktiven Filter. Hier wiederum der Unterschied, eine Gruppe, die Gruppe hat zwei Filter und hier sage ich, ich möchte vier grüne Kerzen in Folge haben. Die Frage, die gerade reinkam, ob SMA und so weiter selbst einstellbar sind oder es nur Vorgaben gibt. Nein, momentan ist es noch nicht einstellbar. Das heißt, momentan kann ich nicht sagen, ich möchte nicht den 14er RSI, sondern beispielsweise den 18er RSI. Das geht momentan nicht. Deswegen haben wir viele Sachen so ein bisschen vorgegeben, aber wir können jetzt auch nicht den 200er SMA auf 205 oder 209 einstellen. Das geht leider momentan auch nicht. Aber das steht auch auf der To-Do-Liste. Und die unter Ihnen, die den Forex-Screener schon ein bisschen länger kennen, die wissen auf jeden Fall, wie ernst wir diese Liste nehmen und die Wünsche von Ihnen nehmen. Das heißt, wenn Wünsche da draußen sind, immer gerne her. Die werden eigentlich relativ schnell umgesetzt, wenn die Masse sich das wünscht. Und das sieht man eigentlich so, wenn Sie mal ein bisschen die älteren Webinar-Aufzeichnungen sich vielleicht ansehen oder mal durchklicken, dann sehen Sie, dass da eigentlich von jedem Webinar zu Webinar immer neue Funktionen eingebaut wurden. Was nicht heute da ist, wird auf jeden Fall in sehr naher Zukunft auch reinkommen. So, okay. Dann nehme ich das einfach mal wieder raus, die Filter. So, jetzt haben wir keinen Filter aktiv. Was hat sich noch geändert? Wir haben ja, was ist heute der 24.? Am 26. gibt es ja noch ein Webinar mit dem Orkan Kuyas. Er wird die Pro-Filter vorstellen. Das heißt, wir haben hier im Forex-Screener einmal die Standardfilter und auch die Pro-Filter. Die Pro-Filter haben wir gemeinsam mit Orkan Kuyas entwickelt und hier eingebaut. Die sind auch schon hier mit in den einzelnen Kategorien vorhanden. Wir hatten in der letzten Version ja auch die Unterteilung. Das heißt, wir hatten Kategorie Basic-Filter, wir hatten Event-Filter und wir hatten die Pro-Filter. Das ist jetzt zusammengemischt. Das heißt, wenn Sie sich hierfür anmelden, kostenlos als FX-Expert-User, dann können Sie halt den Haken setzen und sagen, ja, ich möchte auch noch die Pro-Filter haben.
oder nicht haben. Und je nachdem, wie Sie sich anmelden, haben Sie dann die jeweiligen Filter mit drin. Aber nicht wundern, wenn Sie pro Filter aktiviert haben und den Zugang zum Forex-Screener bekommen haben, dann müssen Sie nicht suchen, wo die Kategorie ist, sondern dann sind die automatisch hier in den jeweiligen Gruppen einfach mit eingebaut. Dient einfach für die Übersicht, damit das Ganze ja, besser zu finden ist und man nicht ewig suchen muss. Also, wer den Forex-Screener schon davor genutzt hat, der wird wahrscheinlich auch sehen, dass es ein bisschen unübersichtlich wurde. Wir hatten den Wunsch, viele Filter einzubauen. Die Trader da draußen hatten den Wunsch, das Ganze einzubauen. Und ja, genau. Das ist, was die Oberfläche betrifft. Auch hier kann ich sagen, hier laufen auch die Entwickler weiter und arbeiten noch weiter an die Entwicklung von dem Ganzen. Alles, was hier ist, ist nicht in Stein gemeißelt. Und da können Sie sich auf jeden Fall auf weitere Neuerungen freuen. Auch was Assets angeht, wenn FXWeb neue Assets im MetaTrader 4 eingebaut hat, dann sind wir da immer ganz gut vernetzt und dauert es eigentlich nur ein, zwei Tage und dann haben wir die Assets auch hier mit eingebaut in den Ganzen. So, was ist noch die große Neuerung, die wir mit eingebaut haben? Eigentlich so, die das Ganze noch ein bisschen in die Praxis schiebt. Wir haben hier momentan noch eine Detailansicht, die habe ich noch gar nicht gezeigt, fällt mir gerade auf. Wenn ich also hier was gescreent habe, beispielsweise drei Kerzen in Folge und ich klicke hier auf den, nehme die IBM-Aktie. Wenn ich hier raufklicke, dann haben wir noch eine weitere Ansicht. Und zwar ist das die Detailansicht. Scrollen wir einfach mal kurz durch. Was haben wir hier alles? Wir haben hier oben nur kurz nochmal eine Information, weil zum Beispiel nicht weiß, was ist das eigentlich für eine Aktie, wie heißt eigentlich das Unternehmen dahinter. Dann haben wir darunter die Charts. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wir haben ja hier IBM auf 4 Stunden Candles gefunden. Dann haben wir hier raufgeklickt und dann öffnet sich auch automatisch gleich der passende Chart dazu. Das heißt H4. Und Sie erkennen es wahrscheinlich schon, die Chartdarstellung mit der Skalierung ist genauso, wie wir es im MetaTrader kennen. Das heißt, wir haben quasi den Chart exportiert und hiermit auf die Seite genommen. Falls Sie einfach mal kurz drauf gucken möchten. Vielleicht wollen Sie nicht direkt den MetaTrader aufmachen und die IBM-Aktie reinziehen in den Chart, sondern Sie klicken hier einfach mal so durch und dann sehen Sie die einzelnen Zeitintervalle auch wieder 1 zu 1 hier aus dem MetaTrader M1, M5, 15 und so weiter. Dann weiter runter. Dann sehen wir noch die einzelnen Werte, die wir hier vorher als Filter auch haben. Das heißt, nicht aktiviert haben, sondern generell vorhanden sind. Ich habe ja hier vorne nur ein Filter genutzt und zwar 3 grüne Kerzen in Folge. Und wenn wir dann hier rüber gucken, sehen wir nicht nur grüne Kerzen in Folge, sondern wir sehen die Tagesveränderung, Wochenveränderung, Monatsveränderung. Also viele, viele Informationen, die werden wir wahrscheinlich nicht alle immer nutzen oder brauchen, aber je nachdem, welche Strategie Sie gerade nutzen, worauf Sie achten, hier wird man auf jeden Fall oder fast nichts vermissen in dem Bereich. So. Das ist die Detailansicht. Wir klicken einfach mit einem Mausklick auf irgendein Asset, was uns interessiert. Und dann haben wir das Ganze auf der Detailansicht auch schon. So, machen wir zu, sind wir wieder zurück im Forex-Screen. So, das haben wir. Dann kommen wir zum eigentlichen EA. Und das ist so die größte Neuerung und auch die, die den Forex-Screener so ein bisschen an die Praxis mit dran bringt. Das heißt, momentan ist der Weg ja so, ich screene hier, finde meine IBM, gucke mir den Chart an und sage, ja, hier könnte ich wie auch immer Long oder Short einsteigen, je nachdem, welche Strategie ich halt verfolge. Und dann müsste ich den MetaTrader aufmachen. Das hier kurz nochmal wieder kleiner. Dann müsste ich hier den MetaTrader aufmachen und müsste mir hier dann die IBM reinziehen. So, IBM. Dann hätte ich hier den Chart. Könnte dann halt hier handeln. Also der Weg ist, der ist jetzt nicht enorm groß. Das ist schon Meckern auf hohem Level. Aber das geht noch kürzer. Und das haben wir momentan entwickelt. Und zwar haben wir für den MetaTrader 4 und 5 ein EA entwickelt. Nicht vom Namen irritieren lassen. Der handelt nicht. Sondern er unterstützt uns eher im Screening. Das heißt, wie sieht die Praxis aus? Relativ einfach. Wir können uns hier, wenn wir im Forex-Screener sind,
Klicken wir hier oben einfach. Da haben wir den kleinen Link inzwischen eingebaut. Wenn wir darauf klicken, kommen wir auf eine kleine Unterseite, wo wir uns den EA ebenfalls kostenlos für den MetaTrader 4 und für den 5 herunterladen können. Das geht auch relativ einfach. Wir haben dann eine Installer-Datei. Das heißt, wir können schön bequem immer auf Weiter, 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 Weiter klicken. Und dann ist das Ganze schon installiert. Hier gibt es noch eine kurze Anleitung für den MetaTrader 5. Gibt es noch eine kleine Besonderheit, die wir einstellen müssen. Hier gibt es auch noch ein Video für den MetaTrader 4. Also ich denke mal, mit der Anleitung kommen Sie da relativ einfach und schnell zur erfolgreichen Installation. So, dann haben wir das Ganze hier. Das will ich jetzt nicht updaten. Das spart uns Zeit. So, dann haben wir also hier den Forex-Screener Sync EA. Den haben wir dann, den können wir auf irgendeinen Chart anwenden. Ich habe das hier schon mal angewendet. Den entferne ich gerne nochmal. Und dann installieren wir es einfach mal gemeinsam. So, Chart ist, wie gesagt, spielt keine Rolle. Ich nehme jetzt den Euro-Dollar. Ich aktiviere hier den EA einfach und dann muss ich nur einen Wert angeben. Und zwar muss ich hier nur meine E-Mail-Adresse angeben, die in meinem Account beim Forex-Screener hinterlegt ist. So, trage ich jetzt hier einfach ein, gucken, dass davor und danach kein Leerzeichen ist. Klicke auf OK. Und das war's auch schon. Updaten möchte ich jetzt gerade beim Webinar nicht. Klicke ich auf Nein. So, und was haben wir jetzt? Ich muss mal schauen, dass wir das Ganze so ein bisschen quetschen, dass wir es gleich beides sehen. Das kriegen wir schon hin. So, jetzt werde ich den MetaTrader haben und hier an der Seite den Forex-Screener. So, ein bisschen gequetscht, aber es geht ja nur erstmal um die Funktion an sich. So, wir sind wieder im Filter, im Screener und ich sage einfach mal, was möchte ich haben? Ich möchte mal Gaps filtern und zwar will ich Wochenend-Gaps. So. Größte ist jetzt, ja, immer mal größer als 0,05%. Geht jetzt einfach nur darum, dass wir mal einen Wert haben. Dann sehen wir hier unten natürlich, die Kryptowährungen sind gerade jetzt am Wochenende ordentlich oder über das Wochenende ordentlich gestiegen. Nehmen wir einfach mal den Klassiker und ich klicke jetzt auf den Bitcoin, US-Dollar. Und wir sehen, automatisch öffnen sich im MetaTrader auch direkt hier der Chart davon. Das heißt, ich musste nichts machen. Wir haben den BTC, US-Dollar, das sehen wir hier. Das sehen Sie wahrscheinlich relativ schwer, aber erkennt man am Kursverlauf, der hat sich hier automatisch mit geöffnet. So, ich mache den wieder zu und sage, na gut, habe ich jetzt hier MetaTrader gesehen. Ich möchte dann vielleicht, was haben wir noch? Die RWE-Aktie sehen. Ich habe auch wieder darauf geklickt und direkt öffnet sich auch hier wieder der Chart im MetaTrader 4. Das ist die MetaTrader 4-Variante. Also wir haben hier einfach ein bisschen Zeit gespart. Das Ganze öffnet sich auch mal im Zeitintervall, so wie wir es hier anklicken. Also wenn ich im Forex-Screener beispielsweise die RWE-Aktie auf Stundencandle öffne, dann sehen wir hier im MetaTrader 4 auch die Stundenkerze. Das ist der MetaTrader 4. Das ist momentan der aktuelle Stand und auch das, was technisch momentan rauszuholen ist beim MetaTrader 4. Der MetaTrader 5 hat ein paar Funktionen mehr und die haben wir auch genutzt und die machen das Ganze, die sorgen dafür, dass das Ganze nochmal ein bisschen mehr Spaß macht. So, ich öffne dafür hier den MetaTrader 5 und wir sehen hier auch schon, dass wir ein bisschen mehr Visualisierung haben. So, also ich nehme hier einfach nochmal kurz den Euro-Dollar rein, dass ich es quasi mal kurz zurücksetze. Ich gehe jetzt in den Forex-Screener rein und ich sage, lieber Screener, ich klicke jetzt auf den BTC US-Dollar. Er öffnet sich hier drüben auch für automatisch. Perfekt. Ich nehme den BTC auf 4 Stunden Kerzen. Er öffnet sich auch automatisch und wir haben es gerade gesehen, er visualisiert auch die Stellen, die uns richtig waren. Und zwar haben wir jetzt hier am Anfang gesehen, die Gap, die wir markiert haben. Das heißt, der EA erkennt jetzt automatisch, das nochmal hier alles zu, erkennt automatisch, was wir hier angeklickt haben und ausgewählt haben für Filter. Hier auf Stundenbasis, da sehen wir, er markiert automatisch die Gap hier mit rein, dass wir also nicht suchen müssen.
Klar, jetzt hier ist es relativ einfach zu erkennen. Aber wenn wir nicht solche Extremwerte haben, dann müssen wir da wahrscheinlich relativ lange erstmal suchen. Machen wir es anders. Ich nehme die Wochenendgap wieder raus. Die interessiert mich jetzt nicht. Ich möchte Werte sehen, wo wir mindestens 7 grüne Kerzen in Folge haben. So, haben wir da überhaupt was? Perfekt. Nehmen wir die IBM auf 4 Stunden Candle-Basis und wir sehen da, das Ganze wird hier auch markiert. Hier gehen wir zurück am Forex-Screener, nehmen den Euro British Pfund, warten auch da kurz und auch da ist es wieder markiert. Das heißt, die Filter, die wir im Screener auswählen, also wirklich aktivieren, die visualisiert der Forex-Screener EA für uns im MetaTrader 5. Das heißt, wir müssen da nicht mal nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5 grüne Kerzen, 1, 2, 3 rote Kerzen, stimmt, sondern wir haben ja einfach eine große Hilfe mit eingebaut. Und das ist bei allen Filtern, die wir hier haben. Ich nehme das nochmal raus und ich nehme einfach mal, was nehmen wir noch? Supertrend, SMA, Distanz zum SMA. Nehmen wir die Bollinger Bänder beispielsweise. Zeige mir alle Werte an, wo die Distanz kleiner 1% ist der Bollinger Bänder. Schauen wir mal, ob wir hier Werte haben. Da haben wir keinen Wert, nämlich ein bisschen kleiner was rein. Da haben wir momentan auch keinen Wert. Dann nehmen wir das mal kurz raus. Nehmen wir die Preismarke. Preismarkenfilter ist auch ein sehr, sehr interessanter Filter, den hatte ich noch gar nicht erwähnt. Und zwar, Sie kennen wahrscheinlich die Werte vom Euro-Dollar, vom DAX. Das sind so Werte wie 12.000, 11.000 oder im Euro-Dollar die 1.13, 1.14 und so weiter. Also so runde Marken. Die können wir hiermit auch erkennen und wir können sagen, wie nah musst du an einer Preismarke sein. Das heißt, ich sage jetzt, die Distanz zu einer Preismarke muss kleiner 0,1% sein. Schaue ich runter und dann sehe ich hier alle Assets, wo die Distanz zur nächsten Preismarke relativ gering ist. Ich klicke hier rauf auf den US-Dollar, kanadischen Dollar. 15 Minuten. Das Ganze öffnet sich wieder drüben und wir sehen hier auch die Preismarke dann eingezeichnet. Wir sehen also hier im US-Dollar, kanadischen Dollar ist die nächste Preismarke die 1.3200. Die haben wir hier fett automatisch markiert und wir sehen darunter, wo der aktuelle Preis ist. So. Das ist mit allen Marken so. Nehmen wir, was haben wir noch? Nehmen wir die eBay auf 15 Minuten, öffnet sich automatisch und wir sehen hier, wir sind gerade hier an der Preismarke. Die eBay steht hier gerade live bei der 40 glatt und das haben wir sofort gefunden mit dem Forex-Screener, ohne ewig zu suchen oder zu warten, bis wir mal Aktien haben, die da notieren. Und das werden wir jetzt mit allen möglichen Sachen finden. Der Forex-Screener lügt in der Regel nicht. Auch hier sehen wir, sind wir in der 1.6800, also auch eine glatte Marke. Und der Markt läuft gerade ein bisschen weiter weg. So ist das Ganze aufgebaut. Das heißt, das ist einfach ein technischer Vorteil vom MetaTrader 5. Wir würden diese Funktion auch gerne in den Vierer mit einbauen. Aber das geht technisch leider nicht. Der MetaTrader 4 bietet leider uns nicht die Möglichkeit, das damit einzubauen. Deswegen haben wir die Version für den MetaTrader 4 so aufgebaut, dass wir hier die Hilfe haben, dass automatisch ein Chart geöffnet wird, automatisch in dem passenden Zeitintervall. Und das ist das Maximum, was in der Vierer-Version geht. Eventuell, das ist momentan noch in der Überlegung oder Planung, ist, dass wir hier vielleicht noch ein paar Funktionen einbauen, die uns so ein bisschen immer das Traden erleichtern, vielleicht kleine Panels und so weiter. Aber das steht noch nicht fest. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass die MetaTrader 5 Version halt diese sehr, sehr angenehmen Funktion hat, die wir leider im MetaTrader 4 so nicht realisieren können. Und auch hier beides wieder komplett kostenlos. Das heißt, wenn Sie den Zugang bei FX-Wert beantragen für den Forex-Screener, dann erhalten Sie auch die ACE natürlich kostenlos mit dazu. Und die Installation ist im Vierer sowie im Fünfer relativ einfach. Wir müssen einfach nur mit dem Installer das installieren. Das geht in wenigen Sekunden und den einzigen Parameter, den Sie hier angeben müssen, das ist einfach nur Ihre E-Mail-Adresse, die Sie bei der Account-Beantragung vom Screener angegeben haben. Und das war es auch schon. Das war es auch schon. Keine großen anderen Sachen einzustellen. Das geht relativ einfach.
So, ich gucke mal kurz in die Fragebox rein. In der Screenerliste gibt es eine Spalte 24 Stunden, grüne und schwarze Balken. Was sagt mir der Farbunterschied? Der Farbunterschied im Vorscreener oder im Chart? Also im Chart. Klar, das ist jetzt das Template dahinter, das kennen Sie von den Farben wahrscheinlich nicht. Das haben wir so ein bisschen an die Farben von Screen angepasst, dass das so ein bisschen einheitlich ist. Klar, die ja, fast schwarzen, die dunklen Balken, das sind halt fallende Balken. Und die ja, leicht grünlichen Balken, das sind die steigenden Kerzen. Das ist einfach so eingefärbt. Was mit 24 Stunden im Screener gemeint ist, das ist die Tagesveränderung von 24 Stunden. Wir haben jetzt zwei Filter eingebaut, den nehme ich mal kurz raus. Wir haben nämlich einmal den Filter Tagesveränderung. Tagesveränderung heißt also nur für den heutigen Tag. Und wir haben auch einmal den Filter 24-Stunden-Veränderung. Das bedeutet halt wirklich von gestern 18:41 bis heute 18:41 Uhr. Das sind so kleine Details, die unterschieden werden. Werden die SMA auch direkt eingezeichnet oder der MACD reingelegt oder sind es nur Markierungen? Nein, die werden dann auch mit reingezeichnet. Das ist nämlich, um ganz kurz einen kleinen technischen Ausflug zu machen, der MetaTrader 5 erlaubt es uns, Indikatoren durch einen EA in den Chart zu legen. Deswegen können wir das in MetaTrader 5 machen, aber leider nicht in MetaTrader 4. Das ist der technische Unterschied, um das vielleicht nochmal ein bisschen leichter zu verstehen. So, genial. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Öffnet der EA auch ein Fenster mit einem vordefinierten Template mit eigenen Indikatoren? Öffnet der EA auch ein Fenster mit vordefiniertem Template? Also das Template, sprich das, was wir hier von der Farbe sehen. Also Standard-Template ist ja dieses schwarze, grüne. Wir haben jetzt hier dieses. Das wird automatisch mit installiert. Anwenden können Sie das ja einmalig mit einem Klick. Da müssen wir einfach hier Rechtsklick auf Vorlagen und dann klicken wir auf FS Template und dann wird dieses Farbschema hier angelegt. Das müssen wir einmal machen und wenn wir dann hier auf die Assets klicken im Screener, dann bleibt die Farbe erhalten. So. Wenn Sie sagen, das gefällt Ihnen nicht, Sie möchten über die rot-grünen Balken oder die rosanen und pinken Balken, können Sie das auch einstellen. Das schreiben wir Ihnen nicht vor. Das wird einfach mitgeliefert, kostenlos. Falls Sie die Farben mögen oder auch den Zusammenhang farblich zum Vorscreener haben möchten, dann können Sie das so mitnutzen. Das ist gar kein Problem. So, was haben wir hier noch? Der Raff Neu freut sich über die komische Aussprache vom Vorscreener. Da habe ich gute Nachrichten. Das Ganze wird auch aufgezeichnet. Und dann können Sie sich das Ganze gerne danach in der Aufzeichnung nochmal immer und immer wieder anhören. Dann haben Sie da auch im Nachgang noch was zu lächeln. So, gut. Wir haben von den neuen Funktionen eigentlich alles abgefrühstückt. Ja, ich gucke gerade mal auf die Liste nebenbei. Da haben wir alles erwähnt, was es so Neues gab. Also, wenn jetzt noch Fragen da sind, immer gerne her damit. Das können wir gerne noch klären. Ansonsten zeige ich einfach mal in der Zeit, wie Sie eigentlich zu dem kostenlosen Zugang kommen. Auch relativ einfach, so wie alles im Forex-Screener relativ einfach zu erreichen ist. Einfach auf die Startseite bei uns, forex-screener.de. Und dann sehen wir hier relativ weit oben schon den Button Zugang erstellen. Da klicken wir einfach kurz drauf. Ich glaube, auf der Seite von FXWirt haben wir das ganze Formular auch nochmal. Das im Endeffekt führen beide Wege nach oben. Und hier haben wir dann einfach die Möglichkeit zu sagen, ja, möchte ich kostenlos beantragen. Dann brauchen wir nur den Namen von Ihnen, die E-Mail-Adresse und auch noch die Kontonummer von FXBet oder CapTrader. Die dienen einfach nur dafür, damit am Ende des Tages FXBet oder CapTrader weiß, ja, das ist wirklich ein Kunde von uns. Und ja, das können wir wirklich aktivieren. Gibt ja auch ein paar Spaßkunden, die tragen einfach 1, 2, 3 an und damit einfach beide Seiten wissen, ob das wirklich ein Kunde ist von FXWirt, brauchen wir auch die Nummer. Auch die Telefonnummer dient in der Regel nur dafür, um einfach nochmal Rückfragen zu stellen, falls beispielsweise die Kontonummer vergessen wurde einzutragen oder falsch eingetragen wurde oder. Hier müssen wir keine große Angst haben. Dann gibt es noch die Möglichkeit zu sagen, wie Sie auf uns aufmerksam wurden. Das ändert am Ende des Tages nichts, ist einfach nur wichtig für uns, um zu sehen, wo kommen die ganzen Nutzer her.
um einfach das Ganze ein bisschen besser zu steuern und zu sehen, wo ist der Frosk wieder gerade beliebt oder auch nicht. Und dann haben wir hier noch den Button, das hatten wir vorhin auch kurz erwähnt. Wenn Sie sagen, Sie möchten die Pro-Filter noch verwenden, dann hier auch noch ein Häkchen setzen. Und was genau die Pro-Filter sind im Detail, also wie wir die auch in der Praxis anwenden können, da haben wir diese Woche ich glaube, das war am 26. genau, am 26. um 18 Uhr, auch bei F-Experts mit Orkan Kogias, der stellt die Pro-Filter nochmal im Detail vor, wahrscheinlich auch mit ein paar Charts und Beispiel-Trades, wie das Ganze ja, verwendet werden kann oder benutzt werden kann. Dann klicken Sie unten, weil nachdem Sie das alles noch akzeptiert haben, auf kostenlosen Account beantragen. Und dann geht die Info raus an FXWirt, dann prüft das noch jemand händisch. Also nicht wundern, dass das nach 5 Minuten nicht funktioniert, sondern da sitzen noch echte Menschen, die das prüfen, ob das alles passt. Und dann bekommen Sie danach eine E-Mail von uns zugeschickt mit den Zugangsdaten. Und dann war es das auch schon. Dann können Sie den Forks wieder nutzen. Also Sie sehen, keine Abfrage von irgendwelchen Kontodaten, Kreditkartendaten oder ähnliches. Hier ist wirklich alles komplett zu 100% kostenlos. So, dann super, da kommen noch ein paar Fragen rein. Schau ich gleich mal rein. Ich meine zum Beispiel, ich habe ein eigenes Template, zum Beispiel mit Supertrend drin. Das wird dann nicht in Kombination mit dem Screener-Chart angezeigt, oder? Ach so, das also, was vordefiniert ist, das wird sehr, nee, da, genau, das funktioniert nicht. Das würde überschrieben werden. Das heißt, wenn Sie im Vorfeld hier beispielsweise ein Template haben mit dem Supertrend oder dem MACD, was auch immer, dann würde das überschrieben werden. Das ist richtig. So, Stereo Trader und Forex Screener. Ich kann den Screener IA aber nicht im Stereo Trader nutzen, richtig? Oder ist da eventuell ein Plugin geplant, wo man einmal seine Indikatoren einstellen kann und der Stereo Trader kann sie automatisch traden? Das ist richtig. Pro Chart kann immer nur ein IA angewendet werden. Der Stereo Trader ist technisch ein EA und der EA vom Screener ist auch, wie der Name sagt, ein EA. Das geht nicht. Das können wir nicht zusammen beides anwenden. Was gehen würde, das müsste ich nach dem Webinar auch mal ausprobieren, ist, dass wir beispielsweise zwei Charts offen haben. Wir haben hier zum Beispiel unseren EA und wir hätten hier rechts beispielsweise den EA vor, also den Stereo Trader. Die Charts können wir miteinander koppeln. Das heißt, dass das Symbol sich synchronisiert. Das heißt, wenn ich im Forex-Screener auf den Euro-Dollar klicke, dass auch beide Charts hier im Euro-Dollar sind, das wäre so eine kleine Notlösung, dass ich dann quasi, ja, dass ich quasi dann hier drüben traden kann mit dem Zero-Trader und hier habe ich meine Ansichten und meine Indikatoren, die der Forex-Screener eingezeichnet hat. Das ist so eine aktuelle Notlösung, die mir gerade einfällt, dazu. So, genau. Das haben wir. Was ist, wenn man einen anderen Broker verwendet? Ja, das geht natürlich auch. Dann ist der Forex-Screener aber nicht kostenlos, sondern dann müssen Sie sich den halt bieten. Wenn Sie also kein Kunde sind von FXWirt, dann müssen Sie auf die gleiche Seite gehen und hier unten sagen, ich bin bei einem anderen Broker. Und dann können Sie sich den monatlich mieten, ohne Vertragslaufzeit. Das funktioniert natürlich auch. Aber auch hier sind dann die Assets von FXWirt, die Kurse sind von FXWirt, das bleibt. Nur, dass wir halt als Nicht-FXWirt-Kunde dann auch den Forex-Screener nutzen können. Das geht natürlich auch, da schmeißen wir keinen raus. Bitte nochmal kurz die Info, wofür steht die Abkürzung EA? EA steht für Expert Advisor und so heißen eigentlich die automatischen Handelssysteme im MetaTrader. Das ist ein Begriff vom MetaTrader. Das heißt, wir können uns ja hier kleine Roboter programmieren, die zum Beispiel automatisch handeln. Also wenn der SMA gekreuzt wird, soll gehandelt werden. Das ist ein EA, also ein Expert Advisor. Aber nicht irritieren lassen. Der EA vom Forex Screener, der handelt nicht automatisch. So. Es ist technisch ein EA, aber da sind keine Funktionen eingebaut, die automatisch handeln. Da müssen wir also keine Angst haben, dass hier plötzlich der Roboter auf unserem Konto verrückt spielt, sondern es ist einfach nur technisch. Technisch ist es ein Handelssystem, laut Sprache vom MetaTrader, aber es handelt nicht automatisch. Ganz, ganz wichtig. Da machen wir nichts auf dem Konto. So, vielen Dank. Wenn ich das Koppeln nicht hinbekomme, würde ich mich gerne bei dir nochmal melden. Ansonsten Top-Tool. Ja, vielen Dank für das positive Feedback. Ich habe hier schon einiges gelesen. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich, wenn hier Probleme auftauchen oder was nicht funktioniert,
Kann immer mal sein, dass auch wir vielleicht was nicht bedacht haben, dass wir vielleicht zu Hause nochmal eine Sondersituation haben. Sehr, sehr, sehr gerne her mit den Informationen. Einfach an Forex-Screener schreiben oder auch gerne an FX-Wert wenden, wenn Sie da Ihren Ansprechpartner haben oder da lieber den Draht zu haben. Es ist wirklich so, viele Funktionen, die wir hier heute gesehen haben, viele, viele Filter, viele Screener, sind auf Wünschen von Ihnen basiert. Das heißt, Wünsche, die zu uns kommen, die werden nicht standardmäßig abgewunken, sondern die kommen auf eine Liste bei uns. Und dann klären wir regelmäßig in Sitzungen und schauen, was sind Filter, worüber sich viele freuen würden. Ja, es gibt natürlich Filterwünsche, die sind sehr, sehr speziell, die vielleicht für einen Trader ganz toll wären, aber die können wir dann verständlicherweise nicht umsetzen, sondern wir schauen immer, was sind wirklich tolle Funktionen und wo sind wir der Meinung, was würden viele nutzen. Oder auch manchmal regelt sich die Frage von alleine oder klärt sich die Frage von alleine, wenn sich fünf, sechs Leute einen gleichen Filter oder eine gleiche Funktion wünschen, dann rutscht das Ganze bei uns auf die Liste nach ganz weit oben. Und dann dauert es nicht lange, bis das Ganze eingebaut wird. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt ich glaube, das dritte Webinar mit FX, wo wir immer wieder Neuerungen vorstellen. Ich glaube, so in Abschnitten von circa 2 Monaten. Und hier kommt eigentlich immer wieder eine ordentliche Neuerung dazu. Und wenn ich so auf unsere To-Do-Liste gucke, dann ist da noch ganz, ganz lange nicht vorbei. Und da gibt es noch einiges zu entwickeln und aufzubauen. Und wie gesagt, wirklich Wünsche gerne her, auch wenn sie verrückt sind. Wir freuen uns über jeden einzelnen, über jedes einzelne Feedback. So, was haben wir noch? Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr über das Lob. Freut mich wirklich, wenn das Tool so gut bei Ihnen ankommt. Das hören wir immer gerne. Wo gibt es die Webinar-Aufzeichnung? Auf dem YouTube-Kanal von FXBet. Da gibt es auch alle vergangenen Webinare, die wir auch zum Forex-Webinar gehalten haben. Und das heutige Webinar wird wahrscheinlich auch diese Woche noch online gehen. Können auch mehrere SMA, zum Beispiel 200er, über 200er und über 50er gefiltert werden. Momentan geht es halt noch nicht. Es steht auf der To-Do-Liste, dass man das Ganze einstellen kann. Und dann wird es auch möglich sein. Sind bei CapTrader alle Aktien drin? Nein, das ist nicht. Der Forex-Screener hängt am MetaTrader 4 und wir haben alle Assets, die im MetaTrader 4 vorhanden sind. Zukünftig werden wir das Ganze auch noch an den MetaTrader 5 andocken. Das ist leider ein bisschen mehr Programmierarbeit, aber dann zum Beispiel haben wir auch die Futures würden wir dann auch mit drin haben und auch die ganzen neuen Assets, die immer weiter dazukommen. Aber alle Aktien von CapTrader haben wir momentan noch nicht dran. Da hängen wir einfach technisch am MetaTrader und mit dem MetaTrader 5 wird da die Produktpalette nochmal ordentlich geupgradet auf jeden Fall. So, genau. Aber die Kurse sind immer von der Fixwert. Also egal, ob wir jetzt hier Aktien, Kryptowährungen, Devisen haben, alles sind Daten, die live sind und die auch handelbar sind. Das heißt, Sie sehen jetzt nicht irgendwelche Kurse, den Euro-Dollar bei 1,1300 und denken sich, wow, den kaufe ich jetzt. Und dann öffnen Sie den Chart und sehen, der ist fast schon bei 1,14. Das ist so nicht. Also die Kurse, die Sie im Forex-Screener sehen, sind alles reale, handelbare Kurse, also die mal handelbar waren oder live sind aus dem MetaTrader. So, Dankeschön, ja, sehr gerne. Und dann sind wir jetzt alle Fragen soweit durchgegangen. Dann haben wir fast zeitlich eine Punktlandung gelandet, ja. Eine Frage war noch offen, und zwar, ob man die Einstellung für SMA selber vornehmen kann oder sind die vorgegeben? Genau, die sind vorgegeben. Das ist die Funktion, an der wir, die bei uns auf der To-Do-Liste stehen. Das heißt, momentan könnte ich ja nur sagen, zeige mir Assets an, die über dem 50er oder über dem 200er SMA sind. Also diese Zahlen 50, 100, 200, die sind momentan noch vorgegeben von uns. Aber es steht auf der Liste, auf der Ideenliste, dass es bald auch eventuell so sein wird, dass man sagen kann, ich nehme den 90er SMA oder den 14er EMA. Genau, das ist momentan der Stand. So, perfekt. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Dann nehmt ihr die Kurse vom Real-Konto mit negativem Slippage. Die Kurse nehmen wir von einem Real-Konto, genau. Die Slippage hat bei der Kursversorgung ja, spielt ja gar keine Rolle. Wir nehmen den Bid-Preis, wir nehmen den Ask-Preis, also das Bet wird mit einberechnet und Ausführungen spielen ja hier beim Screening gar keine Rolle. Perfekt. Dann haben wir fast die Punktlandung hin. Weitere Fragen haben wir dann nicht. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen.
Ja, super. Waren ja auch viele Informationen, viele neue Funktionen wieder. Freue ich mich sehr über den EA. Das ist wirklich, ja, habt ihr ja eine super Arbeit geleistet. Und die Aufzeichnung, hast du ja schon gesagt, kommt bei uns auf der Webseite. Sollte auf jeden Fall diese Woche klappen. Da sind ja auch die anderen Aufzeichnungen auch noch enthalten. Und Mittwoch geht es ja dann mit dem Forex-Screener weiter. Auch schon angekündigt. Also wer Interesse hat, gerne sich nochmal anmelden. Ansonsten vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank, David, für das Webinar heute. Und ja, ich würde mich freuen, dann Sie vielleicht hier auch am Mittwoch lesen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Schönen Abend noch. Und David, wie immer, du hast das letzte Wort. Vielen lieben Dank. Ja, auch von mir ein herzliches Dank in die Runde. Freut mich, dass so viele dabei waren, trotz des schönen Wetters draußen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich den Forex-Screener anschauen, sich einen Account zulegen, einfach mal schauen, ob das was für Sie ist. Und ja, dann wünsche ich viel Spaß damit, viele erfolgreiche Trades und wir werden uns hoffentlich bei einem oder einem anderen Webinar demnächst wieder sehen oder eventuell auch per E-Mail lesen. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.